Wenn man das Ganze von außen betrachtet, könnte man meinen, ich wäre eigentlich mal wieder mit meinem normalen Sunlight Cliff unterwegs on the road. Aber wenn man dann mal so ein bisschen nach oben guckt, sieht man, dass da tatsächlich noch ein Aufstelldach oben drauf ist. Und es ist lange her, dass ich euch mal wieder Vanlife-Content gezeigt habe, aber es wird Zeit, dass ich euch was zeige. Und dementsprechend habe ich euch heute das neue Modell von Sunlight mitgebracht mit Aufstelldach. Gemütliches Bett. Gemütliche Aussicht. Man könnte fast meinen, ich sitze auf einer Dachterrasse und tatsächlich ist es ein Aufstelldach und zwar vom neuen Cliff RT. Also über mir sieht man tatsächlich schon die Luke zum Einsteigen. Die Frage ist jetzt, warum braucht man ein Aufstelldach? Und zwar ist es so, dass einige Familien sich doch wünschen, ihr Kind ein bisschen angenehmer verstauen zu können. Und das bietet sich mit so einem Fahrzeug natürlich an. Denn ein Campervan hat in der Regel eigentlich immer nur die Schlafplätze hinten. Und hier vorne gibt es zwar welche, die man da so mit der Sitzbank umbauen könnte, aber das Aufstelldach ist doch die wesentlich entspanntere Variante, um mehr Leute nach Bedarf unterzubringen. Dementsprechend gibt es jetzt ein Aufstelldach. Das hat aber noch mehr Vorteile und auch für Alleinereisende wie mich, denn ich habe normalerweise meine Bikes eigentlich immer hier hinten drin. Und in meinem anderen Auto, ich muss mal kurz hier ein bisschen das Licht anpassen, ich hoffe ihr seht mich. Hi, hallo. Ich habe in meinem Cliff 640 habe ich das Bett ein bisschen höher gelegt, damit die Räder drunter passen. Und dann habe ich oben die Liegefläche. Jetzt in diesem Fahrzeug kann ich die Räder hinten drin lassen und habe mein Bett einfach hier oben. Und ich bin echt ehrlich, gell? Also hier oben habe ich auf jeden Fall mehr Platz und einen gemütlicheren Schlafplatz mit einer absoluten Panoramaaussicht, was doch sehr, sehr angenehm ist. Und das macht das Verpacken und Reisen mit den Fahrrädern doch ein bisschen entspannter. Man hat einfach mehr Platz im Auto für mehr Equipment für Sportreisen. Hoch kommt man hier ganz einfach über die Treppe und dann ist hier oben eben diese große Luke und die hat auch noch zwei, drei versteckte Gimmicks. Und zwar haben wir hier eine wunderschöne Laserlampe. Und mit dieser Laserlampe kann man sich hier abends nochmal hinsetzen und ein Büchlein lesen, wenn man möchte, mit Grasgrillen im Hintergrund, wie man hört. Hier gibt es auch noch einen USB-Stecker und hier ist der Schalter, sieht man es? Hier ist der Schalter zum automatischen Verriegeln und Entriegeln des Daches, wenn man es zusammenklappt. Zeige ich euch gleich noch. Und hier haben wir noch eine 12-Volt-Buchse. Was auch sehr angenehm ist. Zum Beispiel mein Laptop, wenn ich arbeite und Videos editiere, dann brauche ich eine 12-Volt-Buchse, weil ich habe so einen Konverter, womit ich dann mein MacBook laden kann und dementsprechend könnte ich hier oben ideal im Trip arbeiten und editieren. 12-Volt-Buchse am Bett, Gold wert. Gold wert. Neben dem USB-Lader natürlich, um iPhones zu laden. Das Ganze gibt es. Wie man sieht, ich stehe jetzt hier mittendrin. Also für so ein Kleinkind wäre das relativ gefährlich. Es gibt hier einen Kinderschutz, das heißt, man kann da nicht runterfallen. Das wäre ja doch auch gefährlich. Diese Reißverschlüsse kann man auf und zu machen und kann dementsprechend das Ganze komplett schließen, um ja, weniger Winddurchzug zu machen. Die letzte Nacht, ich habe jetzt zwei Nächte in dem geschlafen. Und man merkt tatsächlich einen deutlichen Temperaturunterschied vom Innenleben des Autos. Also wenn man im Kastenwagen schläft, ist es selbstverständlich deutlich wärmer als in einem Dachzelt. Es ist und bleibt ein Zelt, ein Aufstelldach. Und das macht es doch ein bisschen frischer und auch lauter. Also man hört Umgebungsgeräusche deutlich. Das kann schon mal für die eine oder andere etwas leichtere Schlafnacht sorgen. Aber wie gesagt, als Option finde ich es mega, mega cool. Die Bedienelemente von Heizung und Bordelektronik ist jetzt hier an die Seite gewandert. Ist natürlich klar, weil hier weniger Platz ist und hier oben das Aufstelldach. Ansonsten ist der Cliff aber, soweit ich das beurteilen kann, relativ gleich geblieben. Also eigentlich hat sich nichts verändert. Es ist alles gleich. Die Toilette ist gleich, die Küche ist gleich. Hier ist ein anderes Furnier vor. Da war vorher weiß. Das ist jetzt wieder eschefarben. Aber
Ansonsten, soweit ich das beurteilen kann, relativ gleich. Also wenn ihr euch mal einen Cliff anschauen wollt, schaut einfach in dem anderen Video vorbei, was ich euch oben in der Infobox einblende. Und genau, ich zeige euch noch, wo die Leiter verstaut wird und wie das Ganze zusammengeklappt aussieht. Vor dem Zusammenklappen muss man natürlich das gesamte Bettzeug irgendwo hinten verstauen, damit man oben das Dach überhaupt runterziehen kann. Abgedunkelt ist das Ganze natürlich ideal, um etwas länger zu schlafen, weil das Licht kann ja dann doch ein störender Faktor sein. Und dementsprechend hat man es hier oben dann zappenduster. Und links und rechts ist natürlich dann Wind und Regen geschützt, sodass man hier in Ruhe schlafen kann, auch wenn es gestern mal ein bisschen länger war. Wenn das Dach dann runtergezogen ist, hat man hier noch so Sicherheitsdinger, damit man sich wirklich sicher sein kann, dass das Dach nicht irgendwie nochmal nach oben fliegt. Also glaube ich zumindest, ich weiß nicht genau, wofür die da sind, aber ich habe die jetzt mal eingerastet. Und von außen betrachtet sieht man dann, dass das Ganze aussieht wie ein normales Automotive-Dach, wenn man es mal so sagen kann, ja. Nicht wie auf einem T4 diese nachgerüsteten Westfalia-Dinger, die dann so oben rausstehen, als ob das Auto irgendwie einen Hagelschaden hatte und man hat versucht, da ein neues Dach drauf zu spaxen. Bei dem Ding hat man sich wirklich so eine aerodynamische Form gegeben. Das Ganze sieht recht sportlich aus. Also auch ich würde mich, glaube ich, nicht schämen, mit so einem Ding durch die Gegend zu fahren. Bisschen breitere Felgen drauf ist da ja, da hätte ich ein Faible für. Aber ansonsten sieht das Ganze eigentlich ziemlich schick aus. Und zu Anfang des Videos war ja das Aufstelldach schon oben, deswegen zeige ich euch jetzt natürlich noch, wie man das Ganze aufklappt. Also wir lösen die Sicherheitsgurte wieder, drücken den Knopf, wenn es an ist, und schieben dann das Dach einfach nach oben. Und durch die Gasdruckdämpfer fährt es dann einfach hoch. Fertig ist der Bums. Ist das nicht einfach? Ich sehe aus wie ein Monster. Ist das nicht einfach? Kann man nicht anders sagen. Und wie schon gesagt, das Dach ist wirklich in Sekundenschnelle aufgebaut. Heißt, kein ewiges Hin- und Herbauen. Das Einzige, wo es vielleicht ein bisschen länger dauert, ist dann einrichten, wenn man die Bettwäsche irgendwo hinten im Auto verstaut hat, die dann nach oben zu bringen und die Leiter noch dran zu machen. Aber das Dach aufklappen und sich mal oben schnell auf dem Kaffee mit einer schönen Aussicht hinzustellen und zu genießen, das ist relativ schnell gemacht. Denn die ganzen Vanlifer, die sich ihre Autos selber ausbauen, die wollen ja alle eine Dachterrasse haben, um irgendwo an einer schönen Aussicht sich oben aufs Dach zu setzen, da mal ihr Bierchen oder ihren Kaffee zu trinken. Und das wird jetzt eben mit diesem RT, mit dem Rooftop möglich, weil man sich einfach oben hinsetzen kann, die Nachthaube abmachen kann und dann hat man das Fliegengitter und eine wunderschöne Aussicht. Dementsprechend eigentlich eine ziemlich coole Sache. Also ich bin Fan davon, weil man einfach nochmal eine neue Möglichkeit hat. Man gewinnt mehr Freiheit damit. Man kann sich aussuchen, ob man mal so eine Nacht im Freien schlafen möchte. Man kann sich aussuchen, wenn es regnet, wenn es nass ist, wenn es kalt ist, ob man dann im Auto schlafen möchte. Man hat auch als Sportler und Nicht-Familie damit wesentlich mehr Freiheiten, weil man einfach mehr Gepäck mitnehmen kann. Als Familie wiederum ist es super praktisch, weil man einfach Schlafplätze dazu gewinnt, die Kinder oben aussortieren kann und als Elternteil unten oder andersrum, wie auch immer. Aber man hat auf jeden Fall mehr Schlafplätze zur Verfügung, gegebenenfalls. Ansonsten sind die nämlich gut verstaut, die Schlafplätze, und einfach zusammengeklappt. Wenn ich jetzt noch was vergessen habe, werdet ihr wahrscheinlich gleich noch eine Ergänzung von mir sehen. Andernfalls belasse ich es dabei, blende euch die Maße des Bettes noch ein. Alle anderen Fragen, die ihr noch habt, könnt ihr einfach unten in die Kommentare schreiben und die werde entweder ich oder vielleicht sogar Sunlight persönlich beantworten. Dementsprechend einfach her mit den Fragen und dann versuche ich euch da Rede und Antwort zu stehen. Ich glaube, ich werde meinen alten Cliff behalten, aber das hat einen anderen Grund. Vielleicht bekomme ich einen mit Aufstelldach. Wir werden sehen. Vielleicht gibt es da noch ein Adventure. Vielleicht auch nicht. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, einfach mal kurz unten rechts den Kanal abonnieren. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr keine Frage habt, wie ihr denn so ein Aufstelldach findet.